Wir hören während der Predigt immer wieder Texte aus dem Jona-Buch. Und damit beginnen wir auch jetzt. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch, Spanien, fliehen. Als er in die Hafenstadt Jaffo, heute Jaffa, kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarschisch zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Jona will nicht nach Ninive, in die Regierungsstadt der assyrischen Großkönige. Als Jude gehört er zu denen, die von den Königen von Ninive unterworfen sind. In Ninive, da wohnen die Herren der Welt. Von dort kommt alles Unglück über sein Volk. Wenn er dort das Gericht Gottes ankündigen würde, was wäre so, als ob ein armseliger Untertan sich in die Höhle des Löwen wagen würde? Liebe Gemeinde, im Jona-Buch geht es um die Weltmacht Ninive. Es geht um einen glaubenden Juden, der zu den Opfern gehört, und um den einen Gott, der das Leben aller Menschen will. Damals, liebe Gemeinde, war allen klar, warum Jona nicht nach Ninive wollte. Was sollte man in Ninive? Da war nichts zu sagen. Die Großen machen Geschichte. Die Kleinen sind immer nur die Opfer. Die Kleinen, die trauern um ihre Toten, um die Toten, die Ninive mit Krieg erzeugt. Die Kleinen, die sind verbittert über die Gewalt, die Ninive den unterworfenen Völkern antut. Die Frondienste, die Sklaverei. Die Söhne und Töchter, die zu Dirnen der Eroberer werden. Und die Söhne werden zu Arbeitstieren für die Herren. Was soll Jona in Ninive? Jona soll Ninive predigen. Er soll dem Herrenvolk sagen, dass sein Gott ein Gott der ganzen Welt ist und ein Gott, der Unrecht bestraft bei allen. Jonas Arbeitsverweigerung ist zu verstehen. Man hat ja Erfahrungen, wie Herrscher mit solch lästigen Untertanen umgehen. Man jagt sie aus der Stadt, wirft sie ins Gefängnis, lässt sie lynchen, vergiften. Jona hat gute Gründe, vor dem Auftrag Gottes zu fliehen. Er will nur weit weg, weit, übers Meer nach Spanien. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Jona ist auf dem Schiff gefangen. Er sucht nach Schlupflöchern. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten.
Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Wohin fliehen? In den Keller? In den Schlaf? In die Traumwelt? In den Alkohol? Der Frachtraum scheint Jona sicher. Die Matrosen des Schiffes aus aller Herren Länder haben verschiedene Götter, aber eins begreifen sie: Jona ist auf der Flucht. Und sie fragen ihn, aus welchem Volk er stammt. Er antwortet ihnen: Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Da ergriff die Männer große Furcht und sie sagten zu ihm: Was hast du nur getan? Dass Gott der Schöpfer der ganzen Welt ist, das hat unangenehme Konsequenzen für ein Volk und für die ganze Schöpfung. Denn dieses erwählte Volk soll die Schöpfung verantworten. Und zu Gottes Schöpfung gehört Ninive. Doch Jona zieht den Tod vor. Er will lieber im Meer ertrinken, als für Gott nach Ninive gehen. Lieber sterben, als verspottet, verprügelt, erschlagen zu werden. Sterben, das ist Jonas letzte Fluchtmöglichkeit. Er lässt sich von den Matrosen ins Meer werfen. Doch Gott beruhigt das stürmische Meer. Gott gebietet über seine Schöpfung und über die großen Fische. Gott lässt Jona nicht in den Tod ausweichen. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches. Jona sitzt im Bauch des Fisches und betet. Er betet das Gebet, das wir zu Beginn gesprochen haben. Jona gibt hier seine Flucht auf. Irgendwie nimmt er den Auftrag Gottes an. Und Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, gemäß dem Befehl des Herrn. Ninive aber war eine über alle Maßen große Stadt, 3 Tage Reisen zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagereise weit. Dann predigte er: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Jona hat nicht vergessen, wer er ist. Er ist Jude. Jude, dessen Gott Ansprüche stellt und dessen Land von Ninive unterdrückt wird. Gott rettet Jona aus dem Bauch des Fisches. Eigentlich passt es Jona nicht, was da geschieht. Er erfüllt den Auftrag Gottes, aber widerwillig. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Doch gegen alle Erwartungen, das Volk in Ninive hört auf Jonas Predigt. Er wird nicht verlacht, nicht beleidigt, nicht erschlagen. Und fassungslos schaut Jona zu, wie ein ganzes Volk diese knappe Frist, die gesetzt ist, für ein
für seinen Untergang nutzt und umkehrt. Die Leute von Ninive glaubten Gott und riefen ein Fasten aus. Und groß und klein legte Trauer an. Das Volk in Ninive trauert über das begangene Unrecht. Es tut ihm leid. Sogar der König merkt, dass es Zeit zur Umkehr ist. Da stand der König auf von seinem Throne, tat seinen Mantel von sich, bedeckte sich mit einem Trauergewand und setzte sich in die Asche. Und Gott hat Erbarmen mit dem Volk in Ninive. Als nun Gott ihr Tun sah, dass sie sich von dem bösen Wandel bekehrten, ließ er sich das Unheil gereuen, das er ihnen angedroht hatte, und tat es nicht. Jona steht unter dem geretteten Volk und ist wütend. Er ist wütend auf diesen Gott. Auf diesen Gott, der Ninive laufen lässt. Und er betet voller Zorn: Ach Herr, das ist eben, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Lande war. Darum wollte ich auch das erste Mal nach Tarsis fliehen, denn ich wusste ja, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld, und dass dich des Übels gereut. Und nun, o Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn mir ist es lieber zu sterben, als dass ich noch weiterlebe. Seine Flucht erscheint Jona im Nachhinein völlig berechtigt. Wenn Gott sich über Ninive erbarmt, dann kann man als Opfer Ninives nur zornig sein. Ist es gerecht gegenüber den Leiden der Opfer? Sollen die Kriegstoten alle vergessen sein? Soll das Elend der Flüchtlinge nichts gelten? Lassen sich die Leiden der Töchter und Söhne der eroberten Völker mit einer Handbewegung wegwischen? Kann Gott sich über die Not der Opfer einfach hinwegsetzen? Gottes Mitgefühl mit diesem Herrenvolk ist schwer zu ertragen. Jona geht aus der Stadt hinaus. Das Ganze ist für ihn nichts anderes als ein fauler Friede auf Kosten der anderen. Und er ließ sich östlich der Stadt nieder. Er baute sich dort eine Hütte und saß darunter im Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Die Erinnerung, liebe Gemeinde, an erlittenes Unrecht ist zäh. Jona lauert in Sichtweise der Stadt, ob Gott nicht doch zuschlägt und ob er nicht doch straft. Doch Gott bemüht sich noch einmal um den verhärteten Jona. Und Gott, der Herr, entbot einen Rizinus. Der wuchs Jona empor, um seinem Haupte Schatten zu geben und ihm so seinen Unmut zu nehmen. Über diesen Rizinus freute Jona sich sehr. Gott lockt den verbitterten Jona ein Lächeln ab. Um Jona herum ist Idylle, eine Hütte, Schatten, grüne Blätter. Gott will Jona erweichen, und das zeigt er ihm mit dem Rizinusstrauch.
Als aber am folgenden Tage die Morgenröte aufstieg, entbot Gott einen Wurm. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, entbot Gott einen schwülen Ostwind, und die Sonne stach auf Jonas Haupt. Und Jona jammert über den abgestorbenen Rizinusstrauch. Da sprach Gott der Herr: Dich jammert der Rizinus, um den du doch keine Mühe gehabt und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht verdorben ist. Und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in der über 120 Menschen sind, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu die Menge Vieh. Gott schaut Ninive von den Kindern, vom Vieh her aus an. Sie können nicht zwischen rechts und links, zwischen gut und böse unterscheiden. Die Kinder und die Tiere von Ninive. Mit einer verzweifelten Bitte Gottes endet das Jona-Buch. Jona, erbarme dich über die Kinder und das Vieh wenigstens. Wenn du schon die Bosheit der Erwachsenen und des Königs nicht vergessen kannst, erbarme dich zumindest über die Kinder und das Vieh. Jona, mach dich auf den Weg der Barmherzigkeit. Wir singen miteinander das Lied »Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen«. Sie finden es in dem Liedblatt. Liebe Gemeinde, wo ist Ninive heute? Unsere Lage ist schwieriger als die zur Zeit des Jona-Buches. Damals war man sich einig, wo der Unterdrücker wohnt. Unter uns ist das strittig. Einige sagen in Moskau. Moskau ist Ninive. Andere meinen, es ist Washington. Und andere reden von Teheran und den Mullahs. Andere von Peking und den Chinesen. Andere von Kabul. Ich sage, Ninive ist überall. Ninive ist in Moskau, in Peking, in London, in Paris und in Berlin-Charlottenburg. Ninive, das ist die Welt des Geldes. Die Welt der Industrie, die produziert und produziert. Ninive, das ist die Welt der Banken, die nur Geld und nichts anderes wollen. Ninive, das ist die gedankenlose Ausbeutung der Natur. Ninive, das ist überall, wo der Gewinn, das Geld, die Macht Vorrang haben vor Gottes Willen und Vorrang vor der Menschlichkeit. Wir sind Jonas, heute, und wir sollen uns auf den Weg machen, auf den Weg der Barmherzigkeit. Wir müssen nicht wie Jona ängstliche Flüchtlinge sein
Und wir müssen auch keine Mitläufer werden. Wir müssen auch keine Angst vor einer bedrohten Zukunft haben und uns lähmen lassen. Denn Ninive, diese Weltmacht, stößt an ihre Grenzen. Gott will, dass seine Welt nicht nur aus der Freiheit zum Profit besteht, sondern dass in dieser Welt Menschlichkeit gilt. Und dass nicht auf Kosten der Armen und der Machtlosen gelebt wird. Als Christen können wir nicht fliehen. Weder auf eine einsame Insel, noch in den Bunker im Garten, noch in den Alkohol, noch in die Gleichgültigkeit, noch in Frommsein. Wir können auch nicht vor der Zukunft unserer Kinder und Enkel die Augen verschließen in der Welt, die sie von uns erben. Und Gott sprach zu Jona: Auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und predige wider sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Jona soll Ninive seine Menschenverachtung vor Augen halten. Er soll die Konsequenzen ihres Handelns aufzeigen, damit Ninive zur Einsicht kommt und Ninive auf den Weg des Lebens umkehrt, damit das Leben blühen kann, das Land und das Wasser und die Luft, die Pflanzen und die Tiere, Gott und die Menschen. Jona soll erkennen, wir haben Spielraum. Die Katastrophe lässt sich verhindern. Auf, geh nach Ninive. Jona soll reden. Im Freundeskreis, in der Familie, in der Kirchengemeinde, am Arbeitsplatz, in der Stadt. Denn Gott braucht, um Ninive zu retten, Menschen. Wir sind qualifiziert für diese Aufgabe, ob wir es glauben oder nicht. Wir sind qualifiziert, weil wir die Rufe der Opfer von Ninive nicht überhören. Weil wir die leidende Schöpfung wahrnehmen. Weil wir zwischen Recht und Unrecht unterscheiden können. Und weil uns nicht, wie man so sagt, das Hemd näher ist als der Rock. Denn wir orientieren uns an dem Gott, der das Heil aller Menschen will. Das Jona-Buch, liebe Gemeinde, endet, wie gesagt, mit einer Bitte Gottes. Mit der Bitte, Jona möge das Heil seiner Feinde wollen und sich auf den Weg der Barmherzigkeit machen. Also tun wir uns, machen wir uns auf den Weg der Barmherzigkeit. Ein letztes, liebe Gemeinde, ist noch nachzutragen. Zu der Zeit, als das Jona-Buch geschrieben wurde, war, wie gesagt, Ninive bereits lange zerstört. Aber mit dem Wort Ninive verbanden die Juden zweierlei. Sie verbanden damit
die Hochmut der Großmächte, die die Welt beherrschen wollen, und das Gericht Gottes über diese Hybris, über diese Überheblichkeit der Menschen. Ninive und Babylon, das waren Verständigungssignale für unterdrückte Menschen, für die Juden gegenüber ihren jeweiligen Unterdrückern. Zur Zeit Jesu brauchte man sich nur zuzuflüstern, Babylon oder Ninive, und alle wussten, es war die schreckliche Gegenwart der Unterdrückung durch die Römer gemeint. Das Jona-Buch macht aber etwas Einzigartiges. Ninive, dieses Symbol für die Überheblichkeit und Unterdrückung, wird zum Beispiel für Umkehr und Rettung. Alle Übeltäter können umkehren. Ninive ist umgekehrt. Ninive ist gerettet worden. Das heißt, die Katastrophe lässt sich verhindern. Das Buch Jona ist ein Buch der Hoffnung auf Umkehr. Amen.